Taschen, herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zum brandneuen Part von Banjo-Kazooie mit mir, eurem lieben Spendem und natürlich Hommes. Mahlzeit. Yeah. Ich bin immer noch da. Richtig. Wie im letzten. Ja, so schnell werdet ihr mich nicht los. Nein. Was haben wir denn im letzten Part alles gemacht? Wir haben viel zu viel eigentlich gemacht, ne? Ja, wir haben auf jeden Fall die Kirche abgeschlossen. Richtig. Da sind wir ja gerade erst raus. Wir haben. Ja. Ja. Ach, noch ein oder zwei weitere Puzzleteile, glaube ich, geholt. Na, wir haben das mit dem Banjo-Kazooie-Rätsel, wo man da den Namen schreiben musste. Ja, und ich glaube, der Rest fällt mir gerade nicht ein. Wir haben eine ganze Menge gemacht, also das haben wir echt viel gemacht. Und jetzt ist, voll was Cooles, wir befinden uns ja jetzt hier auf dem Vorfriedhof der Kirche. Und hier seht ihr, habt ja schon gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe diesen schönen Blumentopf mit einem Ei angeschissen. Und daraus kam dann eine schöne Blume. Das Geile war bei dieser Szene, der Typ, also diese Blumentöpfe, sagen Folgendes dann. Warte, ich mach's nochmal kurz. Danke. Das ist so geil, die sagen wirklich geil so. Danke. Danke. Ist schon ein wenig creepy, diese Stimme. Ein ganz kleines bisschen, aber ist mega cool gemacht. Auch die ganze Zeit diese, die Grabsteine oder sowieso finde ich. Das Level ist eigentlich voll lustig, weil was hier alles passiert, ist einfach nur cool. Weil es muss halt so ein bisschen horrormäßig sein und deswegen haben sie sich halt sowas einfallen lassen. Ja. Ich denke mal, das ist für ein Spiel, was diese bestimmte Zielgruppe ansprechen soll, ist das, denke ich mal, schon gruselig genug. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand damals die Mad Monster Menschen ziemlich schlimm als kleines Kind. Das glaube ich. Das kann ich mir so gut vorstellen. Oh, guck mal, Hommes. Was versteckt sich dahinter wohl? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ein Geheimgang? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ja, lass uns mal angreifen. Juhu! Das klappt. Oh, brauchen wir gar nicht. Nö. Einfach reinspringen. Einfach nur reinspringen. Und es gibt reichlich Eier und Federn. Rote Eier. Federn. Oh, mal wieder so schön lecker Rührei zum Frühstück. Oh, das habe ich vor lange nicht mehr gegessen. Ich habe vor Hunger drauf. Mit Bacon. Boah, hör bloß auf, dann krieg ich schon wieder Hunger. Ja, kenne ich. Wobei, Hunger kriege ich jetzt nicht, aber Appetit. Aber ja, ganz kurze Sache, liebe Freunde und liebe Zuschauer und Hommes. Dieser Typ hier, dieser Pirat, den wir hier sehen, der war mal wie kann ich das sagen, dass ich das nicht falsch klingt? Rare hatte früher einen Plan gehabt mit diesem Typen. Der sollte in einem anderen Spiel vorkommen. Aber leider haben sie dann diesen Plan, das Spiel zu entwickeln, gecancelt. Und die haben den dann halt hier bei Banjo-Kazooie eingebaut und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Das hat auch irgendwas mit halt Piraten und Schatzinsel zu tun gehabt und so weiter. Und leider haben sie das Spiel dann halt gecancelt. Fand ich ein bisschen schade manchmal, dass Spiele gecancelt werden. Ja. Warte, ich habe doch noch nicht alle. Warte, mir fehlen noch ein paar Blumentöpfe, aber. Ach, da hinten ist er. Ah, ganz versteckt. Na, du blöder Grabstein. Du blöder Grabstein. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Nein. Noch lange nicht. Na komm. Na komm. Danke. Okay, jetzt wissen wir, warum du Let's Player und nicht Basketballspieler bist. Oh, noch Mumbo-Schädel. Oh, den kann man immer gebrauchen. Ja, in dieser Welt brauchen wir 20 Mumbo-Schädel. Und ich sag dir, man kriegt die so schnell wieder zusammen, die Mumbo-Schädel, ist der Wahnsinn. Okay. So, zack. Ja, in jeder Welt sind ungefähr, glaube ich, immer 10 Stück versteckt oder sowas. Okay. Aber das gehört halt nicht zu den 100%, also. Was immer zu den 100% gehört, ist halt wirklich die kompletten Noten und die Puzzleteile. Wenn du die alle hast, dann hast du die 100% erreicht. Die Genjos zählen nicht dazu? Ja, die geben ja das Puzzleteil dazu. Ach so, stimmt. Die geben ja. Ja, doch. Die geben dir das Puzzleteil. Ja. So, 25 habe ich jetzt schon wieder. 25 Mumbo Jumbos. Ja, ich habe da mal, das habe ich auch mir vor kurzem erst wieder angeguckt, von Looks Like Link und Alligator 1024, ein Let's Race zu zwei von den Leveln aus Banjo-Kazooie. 100% Race haben die da gemacht.
Das war auch mal cool. Ja, das haben sie auch echt gut gemacht. Also da haben sie sich echt auch Mühe gegeben. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell in das Labyrinth rein. Okay. Aber wir cheaten ein bisschen. Oh. Ja, hier. Quasi so eine leichte Speedrunning-Strategie. Eine ganz leichte, ja. Ja. Also ich habe, es gibt, ich habe ja schon zwei, Speedracer-Tricks schon gezeigt. Mhm. Und zwar in der sechsten Welt und in der fünften Welt, glaube ich, war das gewesen. Okay. Also das ist ziemlich fies eigentlich, also da kommt man selten drauf, also mhm. Ich habe lange gebraucht, ich habe wirklich, als ich mir das angeguckt habe, habe ich so gedacht, so okay, alles klar, wie soll man darauf kommen? Ja, das fragt man sich bei so vielen Speedrunning-Strategien. Ich habe auch dieses Jahr die SGDQ, ist das glaube ich gewesen, die Summer Games Done Quick, habe ich mal teilweise geguckt und da bei manchen Spielen, die ich selber gespielt habe, war ich echt überrascht, was für Speedrunning-Strategien da so verwendet werden, um das Spiel halt noch schneller durchzuspielen. Und ich dachte, ich könnte einige Spiele schon schnell durchspielen. Mhm. Wenn ich mal bei mir an Prince of Persia, Sands of Time denke, was ich auch Let's Played habe, da habe ich zum Beispiel, wenn ich im Casual Playthrough quasi bin, brauche ich knapp über 4 Stunden. Mhm. Und der Weltrekord im Speedrun ohne eine bestimmte Technik liegt bei, ich glaube, knapp über 1,5 Stunden. Oh, das ist echt? Ja, das ist das übel. Das heißt, er ist einfach mal etwas doppelt so schnell wie ich. Und, übel. Fun Fact, der derzeitige Weltrekordhalter im Prince of Persia The Sands of Time Speedrun in dieser Kategorie, die ich gerade eben erwähnt habe, ist ein Deutscher. Ach, echt? Ja. Das ist gut, das finde ich super. Das finde ich nice. Und es sind sogar relativ wenige in der Speedrunning-Community für Prince of Persia. Mhm. Also die Community dafür ist relativ klein. Ich wollte auch mal anfangen, das Spiel zu speedrunnen, habe dann auch die ersten 2-3 Strategien so für einige Skips geübt, aber ich habe dann irgendwie doch aufgehört, weil ich irgendwie, keine Ahnung, keine Motivation richtig gehabt. Aber an sich ist es echt lohnenswert, sich sowas mal anzugucken. Glaube ich dir. Also ich habe mir oft mal so auch ein paar Speedrunner mal angeguckt und so weiter. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, so das finde ich manchmal ein bisschen schade, so dass halt so das Spielerlebnis geht so ein bisschen weg, so alles. So. Mhm. Also, Klar. Also Casual Playthroughs mache ich immer trotzdem lieber als Speedruns. Ja. Aber Speedruns gucken trotzdem ist sehr amüsant manchmal. Mhm. Vor allem wenn du so Speedruns zu spielen guckst, die du selber gespielt hast und mit denen du früher einige Probleme hattest. Ja. Wenn du dann so einige Momente siehst, bei denen du richtige Probleme hattest und dann so siehst, wie locker die Leute da einfach dran vorbeirennen an diesem Part quasi. Richtig. Das ist faszinierend. So, mein ganz kurzer Funfact, dieses Zimmer, wo wir uns hier gerade befinden, ist das Zimmer von der Rundilda. Das ist ja ihr Sommersitz, ist das ja hier. Okay. Und das ist hier wirklich das originale Schlafzimmer von ihr. Okay. Und die ist ja wirklich auch so fett und passt hier perfekt rein. Ja. Richtig lustig, auch so ein kleiner Fun-Fact. Ich hätte auch gerne so ein großes Bett, obwohl ich nicht so fett bin. Also ich weiß, ich habe einmal in so einem Bett mal gepennt. Aber es ist nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Bett. Also du hast da... Ja, aber du hast halt nach rechts und links massig Platz. Na gut, das habe ich auch in meinem Bett auch. Ja, gut. Scheiße, jetzt wollte ich nicht runterfallen. Genug Platz habe ich in meinem Bett auch, aber es wäre trotzdem mal interessant. Richtig. In so einem großen Bett zu schlafen. Das wäre schon richtig nice, Alter. Da. Vor allem alleine. Niemanden, der einen Platz wegnehmen kann. So, hier müssen wir auch nochmal hin, weil hier auch nochmal eine Honigwabe ist. Okay. Die dürfen wir nicht vergessen. Ich habe irgendwie ziemlich wenig Noten. Ich habe voll wenig Noten, ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt gerade leider nicht aufgepasst, wie viele du gerade hast. Ich habe 55. Okay. Und ich wüsste gerade nicht, wo noch welche sein könnten. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall sind oben noch welche. Mal komm, was war das denn? Und zack! Und da oben ist der nächste Jinjo.
Ja. Und warst du der Letzte? Scheint so. Cool! Und das nächste Puzzleteil ist mein. Das finde ich nice. Hier. Ja. Ich glaube, hier vorne links an der Kante war noch eins. Also, genau da. Ja. Da ist noch eine Note. Da drüben auf der anderen Kante. Na, super. Und da war sogar noch ein Fenster, wo wir reinquillen konnten. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da hinten rechts von uns aus jetzt gesehen. Dass da halt auch noch Noten sind. Hier vorne an der Ecke und auf der anderen Ecke auch. Genau und da. Hier ist der nächste. Dann haben wir schon mal 64. Und da ist auch eins. Damit haben wir dann 65. 65, jetzt überlege ich gerade, wo die nächsten Noten waren. Da waren welche, in der Toilette waren noch welche. Ja, okay. Ja, fehlen ja nur noch 35. Ja, dann haben wir hier nämlich dann 100% an Noten. Mhm. So, zack, einmal rüber. In dieses Fenster rein. Mhm. Mal gucken, was hier drin war. Was waren hier drin? Aha, alles klar. Noten. Sehr schön. Genau das, wonach wir gesucht haben. Ganz genau. Alter, dieses Viech. So, ich glaube, hier waren auch noch mal welche. Nee, hier waren keine. 74. Fehlen ja nur noch 26. So, okay, alles klar. Dann haben wir die... Ja, doch, es kommt hin, so wie ich gesagt habe, drei Parts für diese Welt. Ja, könnte das klappen. Kommt wunderbar hin. Ja. Und zack, einmal hoch bitte. Hier ist auch noch mal was. Oha. Nein, mach Mist. Wenn man dann treffen würde. Wenn man treffen würde und nicht die ganze Zeit das Dach runterrutschen würde. So. Und nochmal. Juhu! Mann! Ich dachte, du rutschst schon wieder runter. Nein, diesmal nicht. Ah, so. So, pass auf, jetzt müssen wir hier ganz leise sein. Weil dieser Geist, der... Du kennst es ja selber, wenn du nachts irgendwie langläufst und auf Bodendielen läufst. Oder auf Laminat oder sowas, knarrt das ja ziemlich laut. Ja, eigentlich. Und so ist es in diesem Spiel auch hier. Du darfst nämlich nicht auf die Fliesen kommen. Okay. Weil das hört der Geist, wacht auf und das Puzzleteil ist weg. Aber auf den Tisch kannst du springen. Und du kannst Geräusche machen, das hört der nicht. Hm. Er hört's nicht. Ja. Ganz leise. Vorsichtig. Und wir haben's. Jawohl. Ach, die Hexe, die wird fluchen. Ihr Gold muss sie nun suchen. Ich werde mich bald rächen. Du stinkte Furz. Und wie Stäbchen euch zerbrechen. Wie Salzstamm. Dam, dam, da, dam, da, dam, dam. Jaha. So, hier sind noch ein paar weitere Noten. Richtig. So, jetzt können wir natürlich hier rumlaufen, wie wir wollen und so weiter. Ja. Das interessiert jetzt gar keinen mehr. So, nee. Das hier ist natürlich der Essraum der Hexe. Ein bisschen übertrieben, wa? Ein wenig. Warum sind da so viele Stühle? Ich brauche doch selber nur einen, oder? Na, der... Pass auf. Hier sitzt... Also, ich weiß... Also, so wie ich es rausgefunden habe, sitzt hier immer die Hexe. Mhm. Dann ihr Diener Klungo. Okay. Ihr Meister in der Hexerei, Mumbo. Okay. Ihr Besen hat irgendwie auch noch einen extra Platz. Und ihre drei Schwestern. Sie hat drei Schwestern. Mhm. So, da muss ich auch nochmal kurz hin. Ja, da ist auf jeden Fall ein Leben, ist das, glaube ich, ne? Ja. Okay. Problem, also das ist, was ein bisschen schade ist bei dem Spiel, ist, dass wenn du neu startest, also wenn du kurz aufhörst, verlierst du alle deine Leben und hast du nur noch drei Stück zur Verfügung. Okay. Weil ich hatte, bevor ich ausgemacht hatte den letzten Part, hatte ich halt 9 Leben und jetzt habe ich halt nur noch 6 Stück. Ist ein bisschen blöde. Ja. Naja. Aber was soll man machen? Richtig. So, das haben wir erledigt, Jetzt muss ich gerade überlegen, welche Puzzleteile mir noch fehlen. Da kann ich dir leider nicht bei helfen. Hm. So, warte mal, den habe ich schon hier. Das habe ich, das habe ich. Da kann ich auch nochmal eine Tür aufmachen. Ich muss in die Toilette. Ich muss zum Kürbis werden.
Und ich muss noch irgendwas holen. Und mir fehlen noch ein paar Noten. Mhm. Im Weinkeller waren wir gewesen. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Dann werde ich mich mal verwandeln. Okay. Ich muss kurz mal gucken. Ah ja, der war hier. Der gute Mumbo Jumbo mit seinem Magic Stick. Und hier. Ja. So. Vielleicht sind bei dem ja auch noch die ein oder anderen Noten. Glaube ich nicht, weil in der vorigen Welt, wo wir Mumbo gebraucht haben, da waren die Noten versteckt. Also die sind nicht mal gleich alle da. So, warte mal, wo ist das Schild da? Tatsache, da waren echt Noten. Hier war eine Not. Hier war echt. Warum sind hier Noten? Keine Ahnung. Egal. Weil sie die Spieleentwickler dahin gebracht haben, nehme ich mal an. Ist hier noch irgendwas oben? Nee, oben ist. Ah, oder Feder. Ja. Feder ist wichtig, Feder ist gut. So. Und er verwandelt uns jetzt in einen Kürbis. Yay. Aber ist Halloween doch schon vorbei, oder nicht? Eigentlich ja. Mumbo macht gut Kürbiszauber. Gut für Tun in lecker Suppe. Oh, hast du schon mal Kürbissuppe gegessen? Nein. Sau lecker. Selbstgemachte Kürbissuppe ist oh, lecker. Ich bin nicht so der Obst- und Gemüsefreund. Bin ich zwar auch nicht, aber Gemüsesuppe schmeckt sehr lecker. Also das ist wirklich sehr lecker. Da kannst du so manch andere Sachen eigentlich in die Tonne treten. So, okay. Warte mal, wie musste ich jetzt hin? Ich musste doch hier hin. Aber wie kam ich denn? Ach ja, ja, ich bin jetzt blöd. Ach Mann, ich bin blöd. Wenn du das sagst. Ich muss anders laufen. Ich werde die ganze Zeit von dem scheiß Geist ausgelacht. Oh. Ich musste doch... Warte mal, wie kam ich da nochmal hin? Wie kam ich da hoch? Die Welt habe ich echt nicht mehr so gut im Kopf. Das ist schlimm gerade. Wie komme ich denn da nochmal hin? Keine Ahnung. Ich bin da leider keine gute Hilfe. War das so gewesen? Ich glaube, das war so gewesen. Ich werde einige werden mich jetzt erschießen, wenn ich diesen Weg gehe, aber guck mal, ob ich das schaffe. Jo, perfekt. Ging auf. Okay. Hier muss ich eigentlich hin. Also hier herauf und dann kann ich mir den nehmen. Ah, ich Idiot. Hier ist doch der Gegner. Ich mache es mir ein bisschen schwerer wieder mal. Ja, warum einfach, wenn es auch umständlich geht, ne? Ganz genau. So. Das ist das Schlimme. Ich hasse diese Kamera. So, jetzt. Ja, das ist bei vielen N64-Spielen, glaube ich, ab und zu mal das Problem gewesen. Nicht nur ab und zu, sondern sehr oft sogar. Ja. So, hier war die Honigwabe. Zack. Aha. Die zweite, damit haben wir alle Honigwaben in dieser Welt. Mhm. Es gibt immer zwei Stück in jeder Welt. Ja, da kann ich mich auch noch so gut dran erinnern. So, jetzt müssen wir nur die Toilette noch suchen. Ja, da würde ich sagen, immer der Nase nach, ne? Warte mal, die war doch... War die, nee, hier bin ich reingegangen. Wo ist das Klo? Wo ist das Klo? Ist das Klo? Wo ist das Klo? Das finde ich nicht. Ist das blöde? Jam, dam, dam. Hier ist das Klo. Ah. Lokus. Ich komme nicht rein ins Scheißhaus. Download. Das Scheißhaus. Ja. Viel Spaß, Kleiner. Oh, Entschuldigung. Erstmal runtergespielt worden. Erstmal richtig schön einen abfahren lassen. Ja. So, wir sind jetzt mitten im Klo. Na super. Ist schön, wenn man gerade scheißen ist und so ein Viech da unten einen auf einen wartet. Ja. Traumhaft. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Richtig. So. Das achte Puzzleteil. Das achte Puzzleteil. Jetzt muss ich gerade überlegen. Jetzt ist da noch eins, da ist noch eins und da ist noch eins. Okay. Hey, wer in die Toilette taucht, der auch alte Socken raucht. Das stelle ich mir gerade vor. Wirklich wie ein Raucher Socken raucht. Ich stelle mir das nicht besonders appetitlich vor. Wem es gefällt? Ja, der frisst auch kleine Kinder mit Senf.
So, und die letzten Noten müssten im Brunnen sein, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Keine Ahnung. So. Wir machen jetzt ein bisschen länger, weil die Welt dauert nicht mehr lange. Okay. Weil es wäre blöde, wenn ich mitten im Part dann aufhöre, wenn du nicht mehr da bist. Ja. Nein, ich... Habe ich jetzt den Weg versperrt? Ich habe den Weg versperrt! Nein! Oder doch? Vielleicht komme ich noch hin. Also so guck, ob ich da hinkomme. Bitte lass mich da hinkommen. Keine Ahnung. Wäre jetzt voll ärgerlich, wenn ich jetzt da nicht hinkomme. Bitte lass mich da durch, 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 bitte, bitte. Ja, ich komme durch! Oh, ein Schwein. Ich habe wieder Glück. Yay. So, und da hinten sind jetzt noch zwei Noten. Da sind nochmal Noten. Zack. Noten sind immer gut. Noten, Noten, ich will Noten. Auf dem Dach habe ich jetzt keine Noten vergessen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich mich auch nicht. 93. Gucken wir mal. Jo, wir werden es ja sehen. Weil das wäre nämlich ärgerlich, wenn mir eine einzige Note fehlt und ich jetzt stundenlang durch die ganze Welt laufen muss. Ja. So. 94, 6, 95. So. Ist noch eins. Kann der tief in der Mitte war noch eine. Da, genau. 97, 98, 99. Ja, ich hab alle. Und 100. Sehr gut. Hm, ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus, 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 Applaus. Yay. Und die Welt ist zu 100%. Ja, ja. Das finde ich nice, du. Wir haben es geschafft. Yay. Super. So muss das sein. Immer schön 100% machen. Das ist immer nice. Ja. Nice, nice, nice. Also ich habe jetzt... eine Sache fällt mir gerade noch ein. Zu unserem vorigen Thema mit den Speed Runs. Mhm. Ich habe mal gesehen, da hat einer Banjo-Kazooie in einer Stunde durchgespielt. Okay. In einer einzigen Stunde, wo ich mir dann sage, Alter, wie schafft man das? Mit Glitches meistens. Oder irgendwie irgendwas anderem. Richtig, bestimmt. Bestimmt einfach nur, ich glaube. So, wir haben die Welt abgeschlossen. Wir können raus. Und jetzt machen wir noch eine Sache zusammen. Und dann heißt es schon wieder Abschied nehmen. Oh. Oh, geh weg, du Blöder. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, du blöder Grabstein. So. Stimmt, das gab's auch noch zu nehmen. Der Vorhang fällt. Für Statisten gibt es kein Geld. Nein, es heißt auch wie? Was? Statisten kriegen kein Geld. Sie kriegen was anderes. Sie kriegen eine Gage. Ach so. Ja, sorry. Ja, ich hab da keine Erfahrung mit. So, jetzt sind wir hier. Mhm. Und da oben ist der Mumu wieder, schläft wieder bei den Schlaf der Gerechten. Und jetzt verzaubert er dich wieder zurück. Richtig, damit wir den einen Schalter aktivieren können. Okay. Der sich in diesem Sarg hier befindet. Okay. Damit wir das Wasser. Oh. Was? Ja klar. Hm? Ich forze einen Geist an. Alles klar. Man kann es ja mal versuchen. Richtig. So, und dieser Schalter ist aktiviert. Und jetzt kommen wir nämlich in die achte Welt. Okay. So, ja, das war's, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hat es euch gefallen, dieser Part. Und Hommes, wirst du das Spiel spielen? Irgendwann bestimmt. Ich werde mir irgendwann sowieso nochmal für mich selbst ein N64 zulegen. Mhm. Und dann werde ich auch in Betracht ziehen, mir Banjo-Kazooie zuzulegen. Würde ich auf jeden Fall machen. Also ja. Banjo-Kazooie, hast du ja gesehen, macht so viel Spaß. Ja. Und jetzt hast du mal die Mad Monster-Menschen kennengelernt und so weiter. Und ja. wirst du das Let's Play weitergucken? Bestimmt. Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit. Sehr gut. So, Freunde, das war's für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Und schaut einfach mal bei Hommes mal vorbei. Er macht auch Let's Plays, sehr gute sogar. Und ja, wann kommt wieder der nächste Part bei dir? Gute Frage. Ich
bin derzeit, nehme ich eigentlich nur ein Spiel auf und das ist Counter-Strike. Und was anderes bin ich derzeit nicht motiviert zu spielen, geschweige denn aufzunehmen. Ah, also Freunde, ihr habt gehört, wenn ihr mal Bock habt auf ein bisschen Counter-Strike und so weiter, schaut einfach bei Hommes vorbei. Sein ja. Link ist unten in der Beschreibung. Wir sehen uns das nächste Mal und die Hexe sagt auch nochmal Wiedersehen. Und ja. Ja. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao mit auch. Reingehauen und vorbeischauen. Ciao. Tschüss.